T-Systems MMS, die bietet innovative Lösungen nach Maß für ihre Kunden an in den Themengebieten E-Commerce, Intranet und Internetportale, Web-IT-Management und Test- und Integrationsmanagement. Dabei bilden wir den gesamten Lebenszyklus im Projektgeschäft ab, von der Geschäftsprozessberatung über die Konzeption, über die Softwareentwicklung, Design, aber auch dann die Einführung und den Service übernehmen wir. Und das Ganze auf der Basis moderner und innovativer Technologien. Im Frontend-Entwicklungsbereich ist das zum Beispiel HTML5 und Flash. Basis für Backend-Technologien ist .NET und Java. Und für die Benutzeroberflächen spielen Technologien wie Multitouch und iPad eine Rolle. Für die Projektarbeit ist es wichtig, dass Mitarbeiter mit ganz vielschichtigem Wissen zusammenarbeiten können. Und wir suchen IT-Spezialisten, wir suchen Berater, aber auch, sag ich mal, Konzeptionisten, kreative Designer und auch Mitarbeiter mit betriebswirtschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Hintergrund. Also ich denke, warum Mitarbeiter hier in der MMS arbeiten, das ist auch das, was mich hier seit Jahren irgendwie an dieses Unternehmen fesselt, ist, dass man einfach nette Kollegen hat, dass man ein sehr gutes Teamklima hat, dass man sich also weiterentwickeln kann, dass man an innovativen Projekten mitarbeiten kann, dass man sich mit innovativen Themen und Technologien auseinandersetzen kann, dass man auch sehr gut ausgestattete Arbeitsplätze hat, ein sehr gutes Umfeld hat, dann auch der Erfahrungsaustausch, das Networking untereinander und ich glaube auch nicht zuletzt halt die flexible Arbeitszeitgestaltung. Das heißt, man kann auch mal einen Tag, wenn man früh irgendwas zu erledigen hat, länger arbeiten, man stimmt sich da im Team ab, das sind alle recht flexibel. Wir können uns selbstständig weiterbilden, wir können aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen, die angeboten werden. Ich konnte nur im März zu einem Kongress, also zu einer Konferenz in München fahren, zu Usability-Themen, mich dort weiterbilden. Ich kann mich auch mit anderen austauschen. Wir nutzen dafür zum Beispiel auch das Intranet. Wir können dort posten, wir können Wikis nutzen. Wir treffen uns in Interest Groups. Es gibt zum Beispiel jetzt eine neue zum Frontend-Entwicklung zum Beispiel. Dass es ständig neue Technologien sind oder neue Herausforderungen, auch von Kundenseite. Da wir Kundenprojekte realisieren, kommen halt ständig neue Anforderungen. Das heißt, wir haben ständig Dinge, die sich ändern. Wir müssen uns darauf einstellen, neue Dinge erforschen, neue Dinge anwenden. Das heißt, es wird nicht irgendwo im Monoton, sondern es ist immer irgendwo was zu entdecken. Wir sind doch immer komplett mit in den Entwicklungsprozess, aber auch schon in dem Entstehungsprozess mit eingebunden. Das heißt, wir sind teilweise bei Workshops dabei mit dem Kunden, können ihm Ideen einwerfen, was man jetzt auch noch realisieren könnte, was dann vielleicht auch noch umgesetzt wird. Und also wir sind vom Beginn von der Idee, Entwicklung, Konzeption, Design, Entwicklung, Test bis nachher Einführung in das System und an die Entwicklung komplett mit eingebunden. Und die T-Systems bietet ja auch das als Full-Service-Agentur an. Ich hatte mich auch schon mal für eine Werkstudentenstelle hier beworben. Da hatten wir schon dann grob so ein paar Themen besprochen. Dann war ich zum Bewerbertag hier. Hat natürlich vorher meine Unterlagen alle online dort eingegeben. Beim Bewerbertag selber ging es darum, eine kurze Präsentation zu halten von 10 Minuten über ein Thema seiner Wahl. Sollte schon irgendwo in die Thematik passen, auf die man sich dann bewirbt oder in die Richtung, die man sich bewirbt. Und danach gab es halt noch das Einzelgespräch, wo es halt dann ging, nochmal Fragen zu stellen von beiden Seiten, um bestimmte Dinge zu klären. Und danach ging es eigentlich relativ schnell mit der Zusage und dann mit der Einstellung. Teamfähigkeit, gerade hinsichtlich der flachen Hierarchien, ist halt wichtig, Teamstärke zu haben. Soziale Aspekte sind wichtig, das heißt, kommunikativ zu sein, sich nicht irgendwo zurückzuziehen. Da es ja auch meistens Büros sind, wo mehrere Leute drin sind, also wo man nicht alleine irgendwo hinter seinem Schreibtisch sitzt, sondern es ist schon auch wichtig, dort bestimmte soziale Fähigkeiten mitzubringen. Wir nutzen hier den Office Communicator, sodass wir mit den Kollegen chatten können und uns auch Dokumente anfordern können oder auch mal eben einen Code rüber schicken und fragen, hier könntest du mal drauf gucken oder so. Ich habe gerade einen Tunnelblick, brauche da ein bisschen Hilfe. Und ansonsten ist es eigentlich auch kein Problem, wenn man mal irgendwo nicht weiterkommt, jemanden, der jetzt nicht an dem Projekt mitarbeitet, mal um Hilfe zu bitten oder zu fragen, wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Also wir tauschen auch untereinander immer unser Wissen aus. Und die anderen Kollegen finden eigentlich meistens auch immer eine Minute Zeit, einem noch irgendwo weiterzuhelfen.
Um langfristig erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass ein Mitarbeiter neben der fachlichen Orientierung auch die Bereitschaft hat, immer dazu zu lernen. Das heißt, sag ich mal, sich für neue Themen, für neue Technologien zu interessieren, neugierig ist dafür, eine Lernbereitschaft halt mitbringt und auf der anderen Seite auch soziale Kompetenzen hat oder soziale Kompetenzen dazu entwickelt. Das sind Kompetenzen wie also eine Teamfähigkeit, das ist aber auch die Kompetenz zu kommunizieren, im Team zu kommunizieren, aber auch, sag ich mal, mit dem Kunden zu kommunizieren.